wie sie alle feiern, während die Welt untergeht. Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun, die vergessene Epoche. Ich muss mal meine Boxen runterdrehen, das ist ein bisschen laut. So, wir werden nun, bevor die Welt komplett untergeht, werden wir noch ein paar Sidequests erledigen. Ich hatte eigentlich vor, hier einen Special Guest dabei zu haben, allerdings hat dieser Special Guest keine Zeit, deswegen werde ich es alleine machen. Eventuell beim letzten, denn es gibt vier Orte, zu denen wir gehen werden. Einmal hier oben zur Schatzinsel, dann hier unten beim Island der Meeres Zeit gab es noch so eine kleine Eilandhöhle, dann hier in der Yampi-Wüste gibt es auch noch was zu tun und hier in der hier im Kontigoin Heiligtum von Animos, wo wir glaube ich mal kurz drin waren, wo wir das Original bekommen haben, glaube ich. Aber egal, wir gehen erstmal zur Schatzinsel, denn dort gibt es noch was Feines von uns zu holen, denn das ist nur etwas Optionales, sowohl das ist überall etwas optional, aber da ist auch eine schöne Waffe, die ich noch haben möchte. Ist, glaube ich, das drittstärkste Schwert, lass mich lügen. Also ich glaube, das Excalibur war das zweitstärkste. Das stärkste war die Gaia. Die Gaia-Klinge, die... Ach, wie heißt es hier? Ich muss jetzt schnell... Ja, schön. Nein, nein! Danke. Ja, Helios-Klinge, genau. Ich meine, tut mir leid, aber Megiddo ist die stärkste Attacke. Ist so. So, wir parken dann mal hier. So, da gibt's keine Parkgebühren. So, willkommen in der Isla Preciosa, oder auch Schatzinsel genannt. Diese zwei Räume hier beinhalten keine, also Schatztruhen, die sind aber leer. Die vollen Schatztruhen sind hier. Yeah, wir gehen nach Lemuria zurück. Yeah. Denn hier sind sie leer. Ich finde es irgendwie interessant. Die einzige Truhe, die. Also die einzigen Truhen, die nicht gestohlen, also nicht geplündert wurden, waren die, bei der es keine. Naja. Bei der Weg frei war. Egal, so, hier gibt es auch wieder was zu holen und ich denke mal, hier sind leer, leer. Bayonets nach, ja. Hier können ruhig Monster kommen, habe ich kein Problem mit. So, hier ist leer, leer, so leer und noch leerer. So, wenn wir auf diesen Schalter hier treten, dann booms. Oh, dann passiert das. So, wir müssen natürlich den Mörser benutzen, den Mördermörser. So, brum, 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 brum. Zack, boom, geschafft. So, später kommen wir hier nochmal zurück, aber jetzt nicht. So. Moment, halt. So, ja. Okay, wir müssen das hier so rumschieben. Das hier so rumschieben. Ein Verschieber, so. Denn wir müssen nochmal zurückkommen, um über den Mörserstein zu kommen. Sprich, wir müssen jetzt hier rauf verschieben, damit wir dann über den großen Felsen rüber klettern können. Denn sonst müssen wir zermörsen. Und das wäre nicht gerade sehr schlau. Und hier kommt ein Monster. Oh mein Gott, ein Steinsoldat. Ich weiß nicht, wie ich den schlagen sollte. Vielleicht ein Drachenboot. Jo, Jaina, übertreib's mal nicht. 600 Schaden. Ja. Wie gesagt, ich sag's gern noch einmal, die Waffen sind stärker als Synergie. Synergie ist nur noch gut für mehrere Gegner und ansonsten ist es wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Harte Wahrheit ist aber so. So, wir müssen, glaube ich, hier mörsern. So, Mörser! Und ich kann schon mal sagen, bevor ich den vierten Optional, das vierte Optional etwas tue, werde ich offscreen trainieren, denn welches Level haben wir jetzt momentan? Status. Jo, ich denke mal, wenn wir jetzt die ersten drei Dinge fertig haben, werden wir ungefähr Level 40 sein mit allen Charakteren. Und dann werde ich mal bis 45 oder 50 aufleveln. Wir bekommen einen Narrenschmuck. Schön. PPP, das ist gut für Cosmo und Jenna. So ist Ivan geben. Verdammt! Ich muss es Ivan geben. Ich werde damit langsamer. Gut. Gut, kriegt ein mehr. So, die Flasche. Nee. Die Flasche darf die Flasche behalten. Nichts gegen Ivan-Fans, aber sorry. So, das ist kein. Das ist nützlich für ihn, Ivan. So.
kann schon mal Ivan Dissen von meiner Liste nehmen, dieser To-Do. Naja. Ja gut, ich muss sagen, ich mag Ivan irgendwie. Als Charakter mag ich ihn ja schon irgendwie. Wow, da draußen höre ich Motoren aufheulen. Cool. So, aber er ist eben so ein Charakter. Da kommt eine Fliege an, fliegt auf seinen Kopf und dann ist er tot. Ivan, pass auf, eine Fliege, was? Ah, tot. Ja, so ist Ivan. Oder wenn er morgens aus dem Bett fällt, dann ist er sofort instant tot. So, nach links. Danke. Abkürzung geschaffen. Wir können weiter. Wir sollten jetzt hier, glaube ich, links raus können. Ja, sollte man, denke ich. Okay. Ja, ja, sieht gut aus. Jo. Denn hier sind, glaube ich, noch die Truhen. Jo. Wir haben ja anfangs noch den Mörderstein da gelassen. Ja, wir wollen ja noch in die Truhen kommen. Ich glaube, da drin war etwas zum Schmieden. Eventuell auch schon das Schwert, was ich will. Aber ich glaube es nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier erstmal Geld. Wir haben Psy-Kristall. Yeah. Wir haben einen Keks. Yay. Wir haben Sternstaub. Schmieden. Juhu. Wir haben eine Rossigas zum Schmieden. Juhu. Wir haben Sylphenfeder zum Schmieden. Juhu. So, gut. Wo haben wir denn Keks? Keks, Keks, Keks. Hm. Ja, du hast 278. Ja, genau. Oh, Jenna. Ja, Jenna ist mein Liebling. Muss ich aber ehrlich zugeben, sorry. Ich bevorzuge Jenna einfach mehr als Mia. Auch wenn Mia besser heilen kann, aber Jenna kann dafür besser austeilen im Angriff. Also, Moment mal. Hat er gerade einen Glitch? Hat er gerade einen Glitch? Ich spuck mal kurz zurück. Ich glaube, man konnte gerade in der Wand oben, oberhalb der Tür, noch meine Haare sehen. Ja, da war es nochmal. Geil. So, hier ist noch. Ah. Mimik, juhu. Und hier befindet sich auch noch der letzte optionale. Jeder Djinn ist optional. Der letzte Djinn des Elements Megiddo. Ja, des Elements Megiddo. What the fuck, Felix? Du übertreibst es mal nicht. Wird eine Erfahrungspunkte mehr geben sollen. Und zwar des Elements. Verdammt, ich habe meine Liste nicht da. Und in meiner Liste bin ich nur ein Noob. Ich werde jetzt rein editieren oder. Ich schreib's in. Ja, mal schauen. Oder ich schreib's in die Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Oh mein Gott, ein Horngeist? Was zum Teufel? Ja, stirb. Jenna, du übertreibst hier gar nicht. Ich möchte nur mal anmerken, du sollst hier andere auch mal ein bisschen kämpfen lassen. Ne, ich meine ja nur, aber. Hier, wir müssen Telekinese nutzen. Juhu. Mia Telekinese, please. Ist das Stein so klein? Den könnte ich sogar hochheben mit der eigenen Hand und wegwerfen. So, hier komme ich nicht weiter, da ich den Weg nicht verbauen würde. So, wir finden hier die Eselsgrube. Dafür bekommen wir jetzt das Schwert. Oh, da war noch ein Brot. Ein Kraftbrot. Kippe, ja, Kippe. Ja. Hat's verdient. So, dann haben wir hier noch die Eselsgrube. Hebt Glück und stellt PP wieder her. Ja. Dann wird gleich mal anlegen. Nein. So, du hast jetzt nicht abgelegt. Die Orakelrobe, wer kann die da tragen? Jo, alles klar, Cosma. So, Cosma, du hast abgelegt die Drachenrobe. Ist total nutzlos. Gut. Schön. Ja, ist ja für mich, aber mir wird dann langsamer und ich mag schnelle Heiler. Und oh mein Gott, eine Pyrodra. Wow, scheint aber nicht. Felix, Übertreiber. Megiddo! Ich glaube ja, die Welt wird untergehen wegen Felix Megiddo Spamats, dem Fall der Elemente und so, ne? Ja, ja. Felix, 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 Felix. Warum, warum? Ach ja, der gute Felix bekommt nur eine einzige Textbox im Spiel. Bis jetzt jedenfalls. Vielleicht spricht er nochmal und. Hier ist ein Djinn. Ja, bitte. Hier komme ich in den Rahmen. So, Jenna darf übertreiben. Dann denn nicht. Felix? Wow. Übertreib's mal nicht, Jungs. Und Mädels. Ja, gut gemacht, Jenna. Level up Baron. Schön. Ja. Den hier. Der muss schnell. Auf
Ehre noch, weil ich brauch's jetzt ein bisschen öfter hier. So. So, hier nicht. Hier rüber. So, jetzt muss ich mal überlegen, Moment. Da will jetzt hier rüber hüpfen, ne? Ja, Moment mal, halt. Moment, stopp mal, was mach ich hier? So, hier. Ne. Oh, what the fuck? Babuk. Wow, ihr habt einen ziemlich beschissenen Namen. Ist das Kumpels? Polaris. Drachenwudia, ciao. Was überlebt das? Lichtplasma! Will jetzt immer noch, warte. Polaris! Okay, ich habe die Gegner unterschätzt. Kraftbolzen. Ich glaube, wir können sogar eine Waffe. Gut, die haben sie alle geschützt, die Noobs. Das reicht mir jetzt hier. Sterbt, ihr Säue! Sterbt! Ja. So, komm. Tot. Ja. Megiddo, ja. Wenn du das überlebst, kriegst du einen Keks. Haha, Noob. Ultrablitz für Cosma. Schnieke. Ich muss hier nicht lang. So. So. Ja. Ich glaube, ich mach's richtig, oder? Moment, ich muss noch schnell raus. Ah, oh, Mann. Ich mach nur unnötig komplett. Ah, wie süß. Ein Segel. Nur Fisch. Sterb. Nirvana! Los, Felix, mach ein Video. Legende! Booms, booms und booms. Wow. Ja, Legende ist auch ziemlich mächtig. Ist, glaube ich, Wasserabzunehmen, kann das sein? Ich glaube ja. So, erstmal den hier. Den fällt mir nach oben. Blöp, blöp, blöp. So. Damit kann der gute kleine, den ich den Namen gerade nicht weiß, nicht flüchten. Ich hab's doch. Oh, ich bin zu doof. Drachenblut. War ja. Schade. Ja, Felix, übertreib's mal nicht. Wie die Animation auch nichts braucht, wollte sie abbrechen. Mann. So. Ach ja. Ich glaube, in dieser Truhe da oben rechts, da ist das von mir angeprangerte Schwert. Hoffe ich mal, obwohl ich glaube es nicht. Es ist viel zu einfach, in das Schwert reinzukommen. Eine Mimik kann es nicht sein, da eine Mimik hier schon vorkam. Und zack, komm. Ich hab mich verarschen, oder? Einfach so hier in diesem. Ach, gut. Wir haben das Brandmal. Es ist eine mächtige Attack. Ich wollte sagen, so Garrett-Stärke ist ein bisschen komisch. So, ist eine Frage. Ist die Sternachs noch zu gebrauchen? Ich denke mal nicht. Nope. Brandmal. Ein bisschen Fegefeuer. Ist, glaube ich, das drittstärkste. Das stärkste ist die Helios-Klinge. Dann kommt das, Dingens, wie heißt das von Aaron? Ich glaube, jetzt Axt. Nicht der Dreizack. Excalibur, genau. Und dann kommt wieder das Brandmal. Bin mir aber nicht wirklich hundertprozentig sicher. Ich habe die Liste nicht wirklich im Kopf und naja, wer behält sich sowas schon im Kopf? Falsch. So, zack. So. Lauf. So, hallo. Ich mach mal schnell einen quickenden Safety. So. Hi! So, der letzte Jupiter-Gen. Er greift an. Ja, schön. Ach komm. Raufhauen hier einfach drauf. Drachenwut, Booms. Oh, nur einer. Funkenregen. Eine Attacke sieht der coolest. Allerdings in Dark Dawn sieht die Attacke ziemlich bescheiden aus. Ernsthaft, die sieht da beschissen aus. Muss ich leider mal Kritik abgeben dazu, also. Die Attacke ist da wirklich ein No-Go, weil die sieht wirklich schlecht aus. Ich meine Lichtplasma. Igitt. Monsun. Ich muss durch den. Nein, ich denke lieber nicht. Das würde nur einige Leute von euch verstören. Das will ich nicht. So, jemand kriegt einen schneller Wetterboost und bekommt viel Glück. Er wird glücklicher. Juhu. Wir machen jemanden glücklich. Irgendwas mache ich falsch. Ach, nichts gegen Ivan. Ich mag den kleinen Blonden. Eigentlich. Auch wenn er ziemlich unsterbt. Oh ja. So, dann. Ja. Ach, hier gegen schon Ostentoppen. Gilmalon, da kann man irgendeine Waffe droppen. Oder irgendwas Seltenes, ich weiß nicht. Jetzt meine ich, zeig mal jetzt mal. Dings Ultrablitz. Und was bloß aus. Drachenwut, Booms. Auch nur einer. Ultrablitz. Ja, tot. Felix.
Nice job, dude. Und Aaron, finish ihn. Jawohl, das ist Aufteilung, wie ich es mag. So geht das und nicht anders. So muss es rein, verdammt mal. Crane, Ruhe. Ja, aber Mann, ich bin nur ein aller Mann. Eben, dann sei ruhig. Ich bring Crane zum Weinen. Yay. Ich bring alte Männer zum Weinen. Irgendwas finde ich falsch. Egal, es ist nur Crane. Niemand mag Crane. Niemand. Ja. Halt. Überlegen. Nein, hier muss ich nicht mehr hoch, denn so komme ich noch zum Brandmal. Und das habe ich bereits ja schon. Sprich, ich müsste jetzt hier. Große Möwe. Könnt ihr was droppen? Ich weiß nicht. Na, Lichtplasma und. Reicht das? Ja, das war ich, blöde Möwe. So groß sollte ein kleines Megida und tschüss. Kriegt man einen halben Meteor auf dem Kopf. So. Reicht, denke ich mal, nicht aus. Ne. So. Drachenwut, booms, booms, Todvernichtung, eiskalt, abgeschlitzt. So, genau, jetzt muss ich hier hoch, dann hier rüber, dann hier runter, was macht man nicht alles, nur weiterzukommen und wow, ich hätte gar nichts, ich hätte den Djinn und den Weg normal gefunden. So, jetzt können wir, glaube ich, da unten noch eine Abkürzung schaffen, die würde ich auch machen. Warte, ich später mal wieder herkommen würde, was ich eigentlich nicht denke. Legende! Booms! Tod. Vernichtung. Zerstört. So, ja. Hier kann man eine Abkürzung schaffen. Das ist nice. So, dann sollten wir eigentlich auch mal da sein, wo ich will. Oder? Oder? Nein. Hm? Was ist da links? Halt mal. Ich mach mal schnell eine Vermeidung an. Weil gegen dieses Kleinvieh will ich nicht kämpfen. Ja, ich weiß, Kleinvieh macht auch Mist und ich muss später noch so ein bisschen leveln, aber. Jetzt habe ich gerade noch Grau. Ah, hier war der letzte Djinn. Ja, stimmt. Upsala. Hier war der letzte Djinn, wenn ihr die Datumbegrenzung nicht gemacht habe. Es ist vom Element Erde. Oder ist es? Ich glaube, es ist Venus Djinn. Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir eine kluge Liste dabei haben, aber egal. So, ich glaube, wir sind jetzt. Ja, wir sind hier. So. So, ich mir Papier auf. Oder? Nee, oder? Jo, Leute, ich würde sagen, wir beenden dann hier die Folge. Im nächsten Part werden wir dann auch nachschauen, was sich da oben befindet. Und vielleicht wird sie gerade was rascheln, aber ich schaue gerade, ob ich meine Liste gerade finde. Auf die Schnelle. Jetzt nein. Jetzt Pokémon. Jetzt noch mehr Pokémon. Was haben wir denn hier? Pokémon irgendwas? Auch nicht. Upsala. Ich habe irgendeine Taste gekommen, ich weiß nicht genau was. Moment, ich habe mich gerade gemutet oder so. Egal, hier war irgendein Djinn. Okay. Leute, das war Golden Sun, die vergessene Epoche von heute. Im nächsten Mal werden wir wieder nach Norden ziehen. Mann, ich sage immer nach Norden, ich weiß nicht wieso. Naja, bis dahin. Ciao.